Zitat, es war ekelhaft. Zitat Ende. Im Sommer verlassen Michael Wendler und Laura Müller ihre Traumvilla in Florida. Der Zustand des Hauses schockiert Nachmieter und Nachbarn. Die Schlagzeilen um den umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller reißen nicht ab. Finanzielle Probleme, Vorwürfe der Fälschung von Dokumenten bis hin zum DSDS-Rausschmiss und nun das. Die Traumvilla in Südflorida, aus der das Paar im Spätsommer auszieht, wird angeblich in einem fürchterlichen Zustand hinterlassen. Die Nachmieterin der Wendlers ist angeekelt von der Traumvilla, die ein Bild des Schreckens hervorruft. Auf Bild.de wird die neue Mieterin zitiert, Zitat, am Tag der Übergabe war er noch hier, sein ganzes Zeug lag herum, überall. Das Haus sollte eigentlich sauber sein, aber es war ekelhaft. Wir mussten eine Putzfirma beauftragen, als wir aus Minnesota kamen, weil wir dachten, alles sei schon sauber. Es war der Horror, Zitat Ende. Doch das war nicht das erste Mal, dass Michael und Laura negativ in der Gegend aufgefallen sind. Auch eine ehemalige Nachbarin äußert sich empört. Zitat, ich habe es nicht gesehen, aber von Nachbarn gehört, dass Laura nackt im Garten rumgelaufen ist und darüber haben sich viele aufgeregt, Zitat Ende. Jedenfalls ist das neue Haus der Wendlers in Florida auch nicht von schlechten Eltern und soll nach Angaben der Bild, Zitat, mitten im Nirgendwo liegen.